Der Salzburg-Marathon ist mehr als ein lokaler Geheimtipp, denn aufgrund der abwechslungsreichen und schönen Strecke reisen viele Laufsportbegeisterte von sehr weit an. Läuferinnen und Läufer aus 80 Nationen haben dieses Jahr beim Salzburg-Marathon mitgemacht. Mehr als 1000 Läufer haben sich über die ganze Marathondistanz gewagt und über 2500 Sportler liefen den Halbmarathon. Es ist ein besonderes Feeling, wenn hier tausende Laufsportbegeisterte in diesen altehrwürdigen Straßenzügen hier gemeinsam auf den Startschuss warten und sich fast zeitgleich aus der Altstadt hinaus, der Salzach entlang, auf den großen Weg machen. Eine der großen Besonderheiten hier beim Salzburg-Marathon ist, dass es eine Runde gibt, die man zweimal läuft, wenn man den Marathon über die vollen 42 Kilometer läuft. Nach einigen Kilometern im urbanen Gelände geht es raus in das Umland der Stadt. Und hier merkt man dann schon, dass am 19. Mai die Sonne schon ordentlich Power hat, wenn sie einen direkt anstrahlt. Und so war es natürlich nicht verwunderlich, dass es im Hauptfeld immer einen großen Andrang gab, wenn es irgendwo einen Verpflegungsstand zu sehen gab. Und so habe ich auch einen riesen Respekt vor diesem Mann hier, der im Mozart-Kostüm den ganzen Marathon gelaufen ist und so auch den Zuschauern an der Strecke ein ganz besonderes Spektakel geboten hat. Und durch diesen Marathon bekommt man auch Plätze zu sehen, die man als Tourist vielleicht nicht auf dem Zettel hat, wie zum Beispiel bei Kilometer 33, den Leopoldskroner Weiher. Der Salzburg-Marathon steht auch für ganz große Kultur. Bei Kilometer 40 kommt man hier beim Schloss Mirabell vorbei. Und dieses Schloss ist vor allem bekannt auch für seine extrem schönen Gärten und hier kommen auch immer sehr viele Touristen vorbei. Kurz vor dem Ziel nach 41 Kilometern quert man hier noch einmal die Salzach auf der Staatsbrücke und das wird dann trotz dieser wunderschönen Umgebung hier natürlich noch einmal richtig schwer. Und nach der Überquerung der Salzach geht es dann wieder zurück in die Altstadt und rein in den Zielbereich. Den Salzburg-Marathon kann ich besonders jenen empfehlen, die neben dem sportlichen Interesse auch ein Auge für kulturelle und landschaftliche Schönheit mitbringen.